Das Schöne an dem Mikrofon ist ja, dass es gleich in einer praktischen Box, in einem praktischen kleinen Koffer geliefert wird, das T-Bone EM 9600. Es handelt sich hier um ein Kondensator-Richtrohr-Mikrofon und laut Hersteller soll es eben passend sein für Video, für Sprache und für Choraufnahmen. Ich möchte es für meine Digitalkamera für die Canon EOS 7D als externes Mikrofon nutzen für Videoaufnahmen. Vom Preis her kann man nicht meckern, 50 Euro. Jetzt machen wir mal das Teil auf hier. So. Hier haben wir eine Beschreibung des Mikrofons in Deutsch. Und auf der Rückseite in Englisch. Okay, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir das Mikrofon. Es hat hier zwei Einstellungen, Normal und Tele. So, schauen wir weiter, was wir neben dem Mikrofon hier noch in der Box finden, in der Hardbox. Das ist zum einen auch ganz eine nette Beigabe, und zwar hier ein Windschutz. Der wird dann hier einfach hier über das Mikrofon gezogen. Dann ist noch dabei ein Mikrofonständer. Und zu guter Letzt, und das finde ich schon bemerkenswert, ein 6 Meter langes XLR-Kabel zum Anschluss des Mikrofons. Und das alles in dieser Box, dass man wunderbar auch mobil mitnehmen kann. Also ich finde für 50 Euro ein fairer Preis, und wir werden mal sehen, was es denn kann, beziehungsweise wie es sich dann mit einer aktuellen Spiegelreflexkamera bedienen lässt. Das Mikrofon ist auch nicht allzu schwer. Laut Hersteller 140 Gramm. Das Schöne an dem Mikro ist auch, ich kann es in zwei verschiedenen Stufen einstellen. Einmal in Normal und in Tele. Und zum Zweiten, wenn ich keine Phantomspeisung für diesen XLR-Anschluss habe, schraube ich einfach das Mikrofon auf und kann dort eine handelsübliche Batterie, eine AA-Batterie, 1,5 Volt einlegen, und schon kann ich das Mikrofon wunderbar benutzen. Hier also kommt die Batterie hinein. Das war das T-Bone EM 9600.